Wir sind zu Gast in Anfield. Soweit, so gut. Aber die schlechte Nachricht ist, es regnet. Wolf Fuß und Frank Buschmann werden diese Partie heute wie gewohnt für Sie daheim kommentieren. Liverpool gegen Inter Mailand. Das könnte ein Highlight werden, Wolf. Alles drin, alles dabei. Super, dass wir uns hierfür entschieden haben. Was erwartest du heute von Sadio Mané, Buschi? Auf ihn müssen Sie besonders aufpassen. Er ist richtig stark im Abschluss. Anfang der 90er sprach man bei Inter sozusagen Deutsch, Buschi. Gleich drei Weltmeister spielten damals in Mailand. Matthäus, Brehme und Klinsmann. Drei Schlüsselspieler des Weltmeisterteams 1990. Und hier haben wir die Aufstellung des FC Liverpool. Im Tor ist Alisson. Joel Matip spielt mit Virgil van Dijk in der Abwehr. Sadio Mané steht mit Mohamed Salah auf den Flügelpositionen. Und der einzige Stürmer ist zunächst mal Diogo Jota. So will Inter Mailand heute also spielen. Samir Handanovic steht im Tor. Milan Skriniar spielt mit Stefan de Vrij in der Abwehr. Hakan Çalhanoğlu steht gemeinsam mit Marcelo Brozovic in der Mitte. Und Edin Džeko spielt im Sturm zusammen mit Lautaro Martinez. Anstoß Inter Mailand. Die Heimmannschaft versucht es ja immer wieder mit extremem Pressing, Buschi. Ja, ich vermute, heute wird es genauso sein. Das ist ihre große Spezialität. An der Stelle müssen wir auch mal den Trainer loben. Er hat die Mannschaft perfekt eingestellt. Denn einfach ist diese Taktik ja nicht umzusetzen. Džeko. Brozovic. Lautaro Martinez. Ball geht an den Pfosten, aber hätte nicht gezählt. Fahne oben sehen wir hier, abseits. Oh, da müssen wir noch mal hinschauen. Hoppala, hoppala. Eine ganz, ganz enge Geschichte. Da geht es um Zentimeter. Fabinho. Und Thiago. Robertson ist da. Mané, der Pass war ein bisschen unpräzise. Einwurf. Fabinho. Mané jetzt. Der Ball kommt. Fabinho. Sie suchen das Loch in der Abwehr. Fabinho. Macht er gut. Wird das jetzt gefährlich? Martinez. Nun Džeko. Sieht vielversprechend aus. Inter macht jetzt Druck. Martinez. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Ecke Brozovic. Da kann er klären. Gut aufgepasst. Džeko. Super Zweikampf. Den Ball hat er. Da wäre Platz für den Konter. Jordan Henderson. Tja, wo ist die Lücke? Ecke Liverpool. Gute Chance, auf jeden Fall hier in Führung zu gehen. Wir hören es, die Fans hoffen auf die Führung.
Die Ecke kommt. Tor Liverpool. Da kommt der Treffer nochmal, erst die Ecke und dann kommt der Kopfball, technisch wunderbar gemacht ist das, da gibt es gar nichts zu halten. Jürgen Klopp freut sich natürlich nach diesem Tor, nach dieser Führung, es läuft, es sieht gut aus, der Jubel ist da, unten am Spielfeldrand. Sie sind jetzt also in Führung, 1-0. Jetzt Dzeko. Varela. Ball jetzt bei Dzeko. Ball wieder zurück. Super Tackling. Die Gastgeber tun sich beim Ballbesitz schwer, aber das ist natürlich nicht die entscheidende Zahl. Entscheidend sind die Tore und da liegt man vorne. Das ist effizient. Perisic. Lautaro Martinez. Ball ist unterwegs. Klares Handspiel. Das wird Elfmeter geben. Jetzt können sie den Ausgleich schaffen. Elfmeter und Tor. In den Winkel, da sehen wir es nochmal. Besser kannst du einen Elfmeter kaum schießen. Wieder unentschieden. Der Spielverlauf ist völlig offen. Henderson. Jetzt Henderson. Henderson, weg ist der Ball. Perisic. Wird's jetzt gefährlich? Der Ball kommt. Da könnte was entstehen. Da ist er klasse rangekommen. Ja, da war er zur Stelle. Sehr gut hingehechtet. Hat genau den richtigen Zeitpunkt erwischt, um den Ball zu erreichen. Der Ball kommt rein. Sie können nicht klären, sind weiter im Bedrängnis. Fabinho. Pause in dieser Partie, Buschi. Wir müssen noch mal über den Strafstoß reden, oder? Naja, die Fans beschweren sich hier lautstark. Aus ihrer Sicht war das kein Elfmeter. Aber ganz ehrlich, was soll der Schiri da anderes machen? Ich leg mich fest, das war ein Elfer. Der zweite Spielabschnitt kann beginnen, hier in Anfield. Nehmt erstmal ein wenig das Tempo raus. Kommt jetzt die Flanke? Fabinho. Sie drängen, sie drücken, sie wollen die Führung. Aber sie lassen sich durchaus Zeit. Sieht gut aus, was sie da machen. Gute Balleroberung hier. Das war schon überzeugend, was er da im ersten Durchgang geboten hat.
Na, er hat den Ausgleich gemacht. Das dürfte Auftrieb geben. Den wird er auch brauchen, wenn er seine Mannschaft hier zum Sieg führen soll. Schön diesen Pass abgefangen. Çalhanoğlu. Nun Dzeko. Dzeko. Jetzt die Gelegenheit zur Flanke. Energisch dazwischen gegangen von Thiago. Kein Problem hier für Handanovic. Dzeko. Jetzt Dumfries. Ja, sieht durchaus vielversprechend aus. Hakan Çalhanoğlu. Perisic. Jetzt haben sie es. Sie führen hier. Wir sehen hier nochmal die Wiederholung dieser Aktion. Erst das wirklich gelungene, schöne Kurzpassspiel. Und dann kommt dieser harte Ball aus der Halbdistanz. Das ist wunderbar getroffen, diese tolle Technik. Drin ist der Ball unhaltbar. Jetzt ist Jürgen Klopp gefragt. Jetzt muss er sich was überlegen. Rückstand. Und wir sehen an seinem Gesicht, der ist nicht glücklich. Jetzt steht es hier 2:1. Eine enge Kiste. Für wen dieser Pass gedacht war, weiß niemand. Schwache Aktion, Einwurf. Brozovic. Nun Dzeko. Perisic ist das. Sie sind weiter am Ball. Frage ist, wo ist die Lücke? Inter macht jetzt Druck. Ball wieder bei Dzeko. Den Ball holt er. Liverpool braucht den Ausgleich und die Fans geben nochmal alles. Immer noch Mohamed Salah mit dem Ball. Fabinho. Sadio Mane. Fabinho. Liverpool macht hier den Ausgleich. Alles wieder völlig offen. Sicher verwandelt aus kurzer Distanz. Den macht er ganz sicher. Und da ist er wieder oben auf, Jürgen Klopp. Da ist die Freude groß nach diesem Ausgleich. Und man spürt förmlich, der will jetzt mehr. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe. Und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Brozovic. Lautaro Martinez. Martinez. Perisic ist das. Brozovic. Neun Minuten sind hier noch zu spielen. Sie verlieren den Ball. Können Sie sich den Sieg doch noch holen? Der Ball ist draußen, da haben Sie ihn gut gestört. Und jetzt wollen wir uns in aller Ruhe den Ausgleich nochmal anschauen. Da zieht er direkt ab und hat auch noch Erfolg. Das war ein klasse Tor. Wird hier jetzt einen Wechsel geben.
Mané. Regulär sind es hier noch 3 Minuten. Matip. Trent Alexander-Arnold. Das Spiel ist gleich vorbei, aber sie bekommen noch die Chance. Damit könnten sie gewinnen. Verteidigt erstmal den Ballbesitz. Jetzt dieser gefährliche Steilpass. Super Reaktion von Handanovic. Hier konnte sich kein Team durchsetzen. Der Schiedsrichter hat abgepfiffen. Martinez. Er hält ihn. Ist es denn zu fassen? Die Ecke kommt. Tor Liverpool. Jetzt können sie den Ausgleich schaffen. Elfmeter und Tor. Hakan Çalhanoğlu. Perisic. Jetzt haben sie es, sie führen hier. Fabinho. Sadio Mane. Liverpool macht hier den Ausgleich. Alles wieder völlig offen.